Hallo zusammen, mein Name ist Tobias und in diesem Video gehen wir auf die Methode Reverse Sear, das heißt ein Steak rückwärts grillen ein. Wir gehen darauf ein, was das Besondere ist, worauf zu achten ist und wie das Ganze funktioniert. Viel Spaß dabei! Kommen wir aber erstmal zum Hauptprobanden dieses Videos, und zwar hier dieses 2,2 Kilo schwere T-Bone Steak. Das ist jetzt Dry Age besonders gereift. Worauf ich allerdings noch eingehen möchte, ist und zwar diese besondere Garart, ist ja das, was ich sagte, und zwar das Rückwärtsgrillen. Das Rückwärtsgrillen ist halt so, dass wir dieses Stück Fleisch erst auf Temperatur bringen und danach eine Kruste drauf bringen. Das bringt zum einen den Vorteil, dass wir die Kruste on point beim Essen haben und nicht so wie andersrum, dass man erst die Kruste drauf bringt und durch das indirekte Garen das Fleisch dann halt dadurch wieder dazu bringt, die Kruste weich zu machen, weil der Fleischsaft über die Kruste drüber hinausläuft. Wir würzen das vorher auch nicht mit Salz oder Ähnliches, sondern das kommt jetzt so erstmal auf den Grill. Was besonders wichtig ist beim Rückwärtsgrillen, ist die anfängliche Temperatur und eben halt der Grill, den man hat. Ich grille ganz gerne einen Steak rückwärts auf dem Smokefire, weil der nämlich dann noch zum Anfang eine gewisse Rauchnote mit an das Fleisch dran geht. Die Temperatur sollte in der Regel nicht höher wie 90 bis 110 Grad sein und genau die stellen wir jetzt ein. Dazu starte ich jetzt erstmal den Smokefire und stelle diesen auf 110 Grad ein und lasse diesen erstmal auf Temperatur kommen. Während der Grill so langsam auf Temperatur kommt, stellen wir das Steak schon mal hier, diesen indirekten Bereich, und ihr seht gerade selber, wie groß das ist. Und dann müssen wir noch einen ganz wichtigen Schritt machen. Und zwar verkabeln. Ihr seht ungefähr, dass hier die Mitte ist und die versuche ich jetzt zu erreichen. Das heißt, da gehe ich jetzt halt in das Fleisch rein. Und da lassen wir das jetzt auf Temperatur kommen. Und Temperatur ist jetzt ein gutes Stichwort. Dann stecken wir das nämlich einfach ein in den ersten Platz. Wir sehen, dass das Steak jetzt seine 15 Grad hat. Und nehmen jetzt die App zur Hand. Und wie ihr dann nämlich jetzt hier sehen könnt, 12 Grad. Der Grill kommt auch so langsam auf Temperatur, 70 Grad. Wir gehen jetzt hier rein und möchten unsere Grilltemperatur halt überwachen lassen. Und dazu gehen wir auf Grill beginnen. Es gibt verschiedene Rezepte, findet ihr in anderen Rezeptvideos von mir, da gehe ich genauer drauf ein. Ich möchte eine Temperaturbenachrichtigung und zwar bei 51 Grad, denn es wird ja zum Schluss noch die Kruste drauf gemacht. Das ist ja genau das, was ich vorhin erklärt habe, und zwar die Kruste kommt ja jetzt zum Schluss drauf und nicht direkt am Anfang. Das ist nämlich einer der Vorteile beim Rückwärtsgrillen eines Steaks, wie ich zum Beispiel finde. Ich liebe es, Steaks rückwärts zu grillen, vor allen Dingen auch in der Größe, habt ihr ja gerade selber gesehen. Ihr habt somit jetzt genau Zeit, Sachen vorzubereiten oder anderes zu erledigen. Und in der Zeit kommt das Steak halt wirklich ganz, ganz langsam auf Temperatur. Anders wie beim normalen Grillen ist es jetzt hier so, dass wir dann halt erst mit niedriger Temperatur anfangen und dann später auf hohe gehen und nicht so wie bei dem anderen Steak halt direkt hohe Hitze haben, die Kruste drauf bringen und das später auf den Grill drauf bringen. Wir lassen das jetzt langsam erstmal auf Temperatur kommen. Und hier sei noch mal kurz gesagt, alle Informationen zu diesem Video findet ihr unten wie immer in der Infobeschreibung darin. Da habe ich auch noch mal die Vor- und Nachteile auch noch mal aufgeschrieben, worauf ihr auch achten solltet. Ja, da könnt ihr mal gerne vorbeischauen und wir lassen das jetzt erstmal auf Temperatur kommen. Und dann schauen wir uns an, wie es weitergeht. Na gut, eine Stunde 45 Minuten kommen wir jetzt so langsam in den Bereich, da wo wir den Grill auf sehr hohe direkte Hitze vorbereiten müssen. Und zwar stelle ich dazu den Grill jetzt einfach auf 320 Grad an. Aber wir gucken uns jetzt erstmal das Steak an. Und wenn wir uns dann jetzt einmal die Farbe anschauen, richtig schön rot geworden. Und hier läuft das Fett auch schön runter. Wie gesagt, ich bereite jetzt den Grill hier auf 320 Grad direkte heiße Hitze vor. Und dann werden wir das Steak dann hier gleich schön angrillen. Grill hat jetzt die Temperatur erreicht und hier haben wir jetzt das Drittelrost und da heißt es jetzt im Prinzip einfach nur Steak drauflegen und richtig schöne Grillmuster drauf bekommen. Und nach ungefähr 2 Minuten, schaut euch mal das Grillmuster an, hervorragend. Das drehen wir jetzt nochmal auf die andere Seite, denn wichtig ist es jetzt hierbei bei der Reverse-Methode, dass ihr sehr hohe Hitze habt. Und dann geben wir jetzt hier auch nochmal die Brandings halt hier drauf und dann schauen wir uns gleich das Endresultat nochmal an. Schauen wir uns das Ganze nochmal an.
Das sollte jetzt auch reichen. Ich stelle es jetzt einmal auf, damit ihr es besser betrachten könnt. Und da haben wir ihn. Kleine Dry Edge T-Bone Steak. Das nehme ich jetzt runter und dann können wir es auch schon direkt anschneiden. Schneiden wir das Ganze mal an. Und zwar fange ich jetzt hier in dem Fall mit dem Filetteil an. Das lässt sich auch schon so schneiden wie Butter. Wie das riecht. Das ist echt der Knaller. Ich stelle es jetzt erstmal hier hin. Schneide jetzt das Roastbeef runter, Knochen entlang. Aber bis nach unten und hier unten an dem Dorn denken. Da einfach jetzt hier hinlegen. Und außen rum schneiden. Und ich zeige euch das jetzt einmal hier. Nur vom Knochen. Das sieht schon genial aus. Und jetzt drehen wir einmal den Roastbeef. Richtig geil. Schneide ich jetzt erstmal auf und dann heißt es gleich probieren. Und hier haben wir jetzt so ein kleines Stückchen und wie ihr sehen könnt, einen leichten Rauchring haben wir dabei. Und ja, der Vorteil ist es eben halt, dass es wirklich sehr, sehr zart ist zum einen und sehr gering oder beziehungsweise schonend auf Temperatur gekommen ist. Und jetzt probieren für die Wissenschaft. Wahnsinn. Kann ich wirklich nur empfehlen. Wie gesagt, ich habe euch alles unten nochmal in der Infobox reingeschrieben, wo ihr das Fleisch herbekommt und wie die Methode genau funktioniert auf meinem Blog auf tobiaswirke.de. Könnt ihr gerne nochmal nachschauen. Bevor das kalt wird, werden wir das jetzt erst essen und ich würde sagen, bis dahin.